Die Sonne geht auf und damit herzlich willkommen zurück in Valheim. Das Holzsammeln, was ich das letzte Mal noch machen wollte, hat sich schwieriger gestaltet, als ich dachte, weil hier doch einige unschöne Gestalten in der Nacht ihr Unwesen getrieben haben. Da wurde mehr eine Jagdsession draus. Aber es ist tatsächlich so, dass nicht ich gejagt habe, sondern dass ich an der Stelle der Gejagte gewesen bin. Und das mit den Pfeilen, das müssen wir auch nochmal üben. Also irgendwie, ich muss, glaube ich, direkt davor stehen. Schleichen kann ich auch nicht mehr gut. Man verliert ja einiges seiner Fähigkeiten, wenn man allzu oft stirbt und muss sich die dann erst wieder aufbauen. Aber nichtsdestotrotz, ich sehe hier noch ein paar Bäume, die wir uns hier wegholzen können. Das mache ich jetzt noch. Bring die dann zurück zum Dorf und dann begeben wir uns wieder in den Dunkelwald. So, ich habe jetzt alles soweit verstaut, was ich nicht unbedingt brauche, und habe mir überlegt, vielleicht ist es gar nicht so günstig, hier immer mit dieser Keule unterwegs zu sein. Vielleicht sollte ich mal mehr auf Pfeil und Bogen vertrauen, weil man ja auch bei Pfeil und Bogen gleichzeitig mit Bogen und... Nee, das geht eben nicht gleichzeitig. Verdammt, der Bogen geht nur alleine. Da wollte ich gerade was erzählen, was gar nicht stimmt. Okay. Gut, macht nix. So, Portale. Wo waren sie? Irgendwo hier hinten, nicht wahr? Das eine zumindest, was mich zurück in den Dunkelwald bringt. Jetzt habe ich gar kein Holz mehr. Kann mir keine neue Fackel bauen, aber das wird schon gut gehen. Ab in den Dunkelwald. Vielleicht haben wir jetzt auch ein bisschen mehr Zeit. Bevor es wieder dunkel wird. Laufen wir aber wirklich straight in den Wald rein. Und lass uns doch gar nicht ablenken. Ich würde schon gern noch mit eigenen Augen auch mal Erze finden. So, bei dem Dungeon wissen wir ja schon, da ist nichts zu holen. Oder hätte ich da vielleicht die Wände einreißen müssen und dann da, um dann da Erze irgendwie zu farmen. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. So, eine Fackel. Das war der Grund, warum ich hier nochmal ein bisschen Holz abgeerntet habe. Ich laufe hier mal so ein bisschen in den Bereich, wo wir noch nicht gewesen sind. Was ich ein bisschen blöd finde bei der Verteidigung ist, wenn man den Knüppel gerade schwingt, dann kann man nicht ganz schnell den Schild nehmen. Weil manchmal kommt dann, während man den Knüppel schwingt, schon der Konter. Und das geht dann meistens schief. Und sich hinzustellen und mit dem Schild drauf zu warten, dass jemand draufklopft, ist ja auch nicht so zielführend. So, war das jetzt der Dungeon, den wir schon kennen? Nein, das kann der nicht sein, den wir schon kennen. So, was kann ich denn nehmen? Ich kann die Fackel nehmen. Ja, da geht ja wirklich nur Fackel und Schild. Also, schauen wir mal, ob hier schon jemand gewesen ist. Mehr als sterben können wir in der Trollhöhle. Alleine gegen den Troll ist möglicherweise keine gute Idee. Bist nass. Wir schleichen hier mal ein bisschen. Pilze. Neue Anleitung. Mitmischung. Geringe Ausdauer. Warte mal, ich werde nochmal was essen.
Vielleicht ist der Troll aus dieser Höhle ja auch schon vertrieben worden. Hätte nichts dagegen einzuwenden. Bedrohliche Musik. Aber kein Troll. Okay, gut. Kann ich denn hier mit der Axt irgendwas abbauen? Probieren wir das doch mal. Hier mit dem gepickste Dings. Ne, es nimmt keinen Schaden. Okay, das wird nicht die letzte Höhle sein, die wir hier im Dunkelwald finden. Da bin ich mir ziemlich sicher. War es gerade ein Hund? Unheimliche Dinge können hier passieren im Dunkelwald, habe ich mir sagen lassen. Wenigstens mal so ein Tier erwischt. Ilse? Ich dachte, das hat noch zum Hirsch gehört. Wie gesagt, mit dem Parieren komme ich noch nicht so gut klar. Karottensamen. Ja, wir können ja hier auch pflügen und selber Sachen anpflanzen. Auch das ist in Valheim möglich. Und Tiere zähmen, das ärgert mich ehrlich gesagt ein bisschen, dass das nicht funktioniert hat. Siehe letzte Folge. Dann wisst ihr, was ich meine. So, eine weitere Höhle. Oder ist es dieselbe, sind vom Kreis gelaufen? Werden wir gleich sehen. Eine ganze Bande. Gut, wir gucken mal. Grabkammern ist auf jeden Fall was anderes. Mal den Pilzen nach. Ist das denn vielleicht hier irgendwas, wo ich hacken kann? Ich weiß es einfach nicht. Er sieht mich hier völlig ahnungslos. Ich habe immer Sorge, dass ich angegriffen werden könnte aus dem Hinterhalt, wenn man hier mein Inventar zurückholen muss. Pilze und nochmal Pilze. Vielleicht hat auch hier jemand schon Materialien abgebaut, weiß man nicht, ne? Einige Sachen spawnen auf dem Server neu, andere wiederum nicht. Wie dunkel ist es, wenn man die Fackel ausmacht? Naja, geht eigentlich. Und naja, ich glaube, wir sind einmal rum, oder? Nein, sind wir nicht. Kiste ist leer, also hier ist auf jeden Fall schon jemand gewesen. Dass ich wahrscheinlich auch in der allernäheren Umgebung
gar nichts Interessantes werde finden können. Könnte was zu essen vertragen, ja. Da geht's wieder raus. Pilze können doch nicht so schnell nachspawnen, oder? Habe ich eine Überdosis Pilze dabei. Und was hast du gemacht letztens in Valheim? Gelbe Pilze gesammelt. So viel zur Grabkammer. Wie nennen wir die Folge? Der Dunkelwald. Jetzt, wo wir uns ein bisschen ausführlicher hier umschauen. Bis jetzt waren das ja nur Kurzausflüge, die wir hier hatten. Jo, läuft ganz gut. Außer, dass es bald dunkel wird. Dich rächen, weil ich deine Freunde gemeuchelt habe? Das hast du nun davon. Nebelbank im Dunkelwald. Kann es noch unheimlicher werden, meine sehr verehrten Damen und Herren? Wenn euch das gefällt, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Da würde ich mich sehr drüber freuen. Ist das Schnee? Sondern aufpassen, dass ich nicht erfriere. Wir laufen hier mal auf die Anhöhe. Berge. Okay, also schon wieder ein. Oh, du erfrierst. Raus hier. Das habe ich mir gedacht. Ich hörte davon. Jetzt habe ich seinen eigenen Leib zu spüren bekommen. Also, ohne richtige Kleidung ist da nichts zu holen. Ja, einige große Biome gibt es ja schon und weitere kommen im Jahr 2021 noch hinzu. Es sind viele Updates geplant. Und das im Grasland habe ich ja noch nicht alles abgesucht. So, ist doch wahrscheinlich auch wieder nur Fels, oder? Ja, so an der Schneebiomgrenze. Dunkel war es, der Mond schien helle. Ist aber ganz schön schnell. Der Troll im Dunkelwald. Zum Glück bin ich wieselflink. Ich habe keine Ausdauer mehr. Mann, oh Mann.
Jetzt bin ich aber ein bisschen angespornt auch. Mich beinahe erwischt, jetzt wird's dunkel. Es ist machbar. Selbst für mich. Naja, ein falscher Schritt und das war's. Nein, 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 bloß nicht irgendwo hängen bleiben. Der Troll im Dunkelwald. Hätte das gedacht, da wollte ich doch nur einen gemütlichen Familienausflug machen. Oh, weil jetzt hat er mich auch erwischt zwischendurch. Ich muss ja zwischendurch noch mal was essen. Oh oh. Jetzt kommen weitere Gegner hinzu. Das ist schlecht. Da ist noch ein Schamane dabei, verdammt. Vielleicht hilft mir Aigtyrs Kraft ja. Nicht wirklich. Verdammt! Ah, ich glaube, wenn die anderen Gegner nicht noch dazu gekommen wären, hätte ich's geschafft. Ich bin mir sogar ganz sicher, dass ich das geschafft hätte. Das kann ich jetzt aber nicht auf mir sitzen lassen. Das kann ich nicht auf mir sitzen lassen. Sofort zurück. Wir sehen uns gleich wieder im Dunkelwald. Nass und kalt im Wald wäre vielleicht auch ein guter Name für diese Folge.
Zum Glück ist das nicht ganz so weit weg. Nur wenn da die Trolle auf mich warten oder der Troll auf mich wartet, habe ich ehrlich gesagt so ein bisschen Rachegelüste. Na, wird schon verfolgt. Na, lass mich in Ruhe. Keine Ausdauer mehr. Da hinten ist der, sind meine Sachen auf jeden Fall. Das ist schon mal nicht das Schlechteste. So, ich werde aber weiterhin verfolgt. Verdammt, den Troll hätte ich wirklich gerne erledigt. Das hat auch nicht viel gefehlt. Mal schauen, habe ich hier ein ruhiges Eckchen? Wieder in Dunkelwald-Mission unterwegs. Ach, schade, ich war wirklich so kurz davor. Ich würde das mal als Sieg verbuchen. Also wirklich, wenn jetzt nicht noch andere dazugekommen wären, hätte ich das auf jeden Fall geschafft. Aber drei von denen brauche ich auch nicht auf einmal. Schade, dass man bei den Ruinen und so nicht erkennen kann. Ob da schon Leute gewesen sind oder nicht. Ach, einer, komm. Tag 191, meine sehr verehrten Damen und Herren. Tja, ein Grund mehr, sich erstmal entsprechend aufzurüsten, bevor man sich solche Gegenden bewegt. Mit einem Schwert, einem stärkeren Bogen, einem Speer. Also das Spiel bietet da ja vielfältige Möglichkeiten. Ich glaube, hier irgendwo in der Gegend war das, wo mir der Troll begegnet ist. Wird wahrscheinlich auch nicht immer an derselben Stelle auftauchen, würde ich zumindest mal vermuten. So, Lebensbalken fast voll. Magen voll. Wo ist der Troll? Was liegt da? Mit Holz. Dummum! Folgt dem Dax auf YouTube. Herzlich willkommen. Hat mal wieder einer den richtigen Moment während einer Aufnahme erwischt. Es sei ihm gegönnt. Ah, Blaubeeren. Ich glaube, Blaubeeren hatte ich selber noch gar nicht gefunden. Ah, siehst du, Metermischung gesund, Metmischung, blaues Banner. Sind wir denn hier bei Bannerlord oder was? Ja, ein bisschen können wir hier noch spazieren gehen. Wie viel Platz haben wir vom Gewicht her noch? Ja. Holz und Kernholz. Was waren das? Kiefern, ne? Ja, würde ich sagen, nehmen wir noch mit, bevor wir uns dann wieder auf den Rückweg machen.
Harz aus dem Baum? Okay, ergibt Sinn. Baumharz. Oh, da ist der Troll wieder. Ja, aber leider auch andere Gegner. Einer verfolgt den anderen. Wie viel Energie hast du denn? Er ist schon angegriffen. Das bedeutet für mich, erstmal um den Kleinen hier kümmern. Verdammt. Ah, drei davon. Vier davon. Nee, Leute. Sollen wir das denn machen? Auch noch welche mit mehreren Sternchen. Geduld wird belohnt, oder? Ein bisschen Energie hat er dazu bekommen. Oh, jetzt hat er mich erwischt. Da war ich zu nachlässig. Komm. Ach, das war er. Schick, schick, da liegt der Kopf rum. Rolltrophäe, kein Platz im Inventar. So, da muss das Holz mal hier bleiben. Was ab los? Ah ja, Trolltrophäe. Wahrscheinlich gibt es da noch Haut und so ein Kram. Packe ich das hier mal raus. Münzen! Ah ja, es gibt ja auch einen Händler, wo man für die Münzen etwas kaufen kann. Seid doch bitte so nett und kauft mir was Nettes. Bring ja zwischendurch auch Münzen rein. Oder ich lasse die Münzen nochmal im Inventar. Erstmal. Auch das ist eine Möglichkeit. Gut, bevor hier noch irgendwas anderes passiert, mache ich mich jetzt auf den Rückweg. Aber im Dunkelwald macht es Spaß. Also es wird wahrscheinlich nicht der letzte Dunkelwald-Ausflug gewesen sein, den ich mache. Lasst doch gerne einen Daumen nach oben da, wenn ihr das auch wollt. Und darüber hinaus abonniert doch gerne den Kanal, klingelt das Glöckchen, damit ihr immer wisst, wenn eine neue Folge veröffentlicht wird. Herzlichen Dank. Wo kennen wir denn den Runenstein hier schon? Ah nee, das ist ein Ort, oder? Zeigt uns einen Ort an. Was ist denn da unten los? Wie ist hier der Uralte? Den hatte ich doch schon gefunden in einem Dungeon. Also offensichtlich gibt es ja mehrere Orte davon. Was ist denn da unten los? Seht ihr das? Ah, nee, 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 nee. Au ab. Ja, jetzt ist erstmal Schluss mit dem Dunkelwaldausflug. Mal gucken, dass wir hier wieder
zurückfinden ans Wasser erstmal. Das ist ja der Vorteil, wenn man irgendwo am Wasser gebaut hat. Zumindest wenn man nicht allzu weit weg ist, kann man sich am Ufer schön orientieren und langlaufen, um wieder zu seinen Standorten zu finden. So, immer mal schön umschauen zwischendurch. Gerne mal so einen Vogel erwischen, gucken, ob man den vielleicht auch im wahrsten Sinne des Wortes verwursten kann. Was können eigentlich die gelben Pilze? Ein energiegeladener, glühender Pilz. Gut, gibt Lebensenergie. So, wieder in Sicherheit. Zurück nach Hause. Tja, der Troll im Dunkelwald, meine sehr verehrten Damen und Herren. Gut, wir sind wieder daheim und safe. Und ja, mal schauen, wo es uns dann demnächst hinführen wird. Voraussichtlich jetzt von dieser Folge aus das nächste, was kommt, der Livestream. Deswegen werde ich euch den hier an der Stelle auch in der Infobox verlinken. Könnt ihr mal draufklicken, könnt ihr schon Erinnerungen einrichten oder wenn ihr die Folge erst nach dem Livestream seht, euch selbigen anschauen. Bis hierhin bedanke ich mich recht herzlich für eure Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.